Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio zu einer freien Themennacht. Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft an unter der gerade gesagten und besagten Telefonnummer 0800 220 50 50. Die erste Anruferin heute Nacht, die ist 21 Jahre alt und die heißt Nina. Und die begrüße ich ganz herzlich. Hallo. Hallo Domian. Hallo Nina. Um was geht's? Ja, und zwar, ich bin seit 6 Monaten mit meinem Freund zusammen und belüge den auch seit 6 Monaten. Du gehst bitte erstmal ganz nah ans Telefon. Ja, sonst klingt, so? Klingt das alles so seltsam. Seit sechs Monaten mit dem Freund zusammen? Ja, seit 6 Monaten mit dem Freund zusammen und ich belüge den halt ganz krass. Du belügst ihn ganz krass? Ja. Was heißt denn das? Und zwar, der denkt halt, dass ich in der Bank arbeite, aber das ist nicht so. Und zwar, ich bin seit 2 Jahren arbeite ich als Stripperin und Gogo-Tänzerin. Oh. Ja. Und der weiß es halt nicht, weil der hat so eine Einstellung so von wegen alles Nutten und die gehen ja eh anschaffen und hier und da. Ist ja nicht der Fall. Ja, ist es auch nicht, aber nee. Es ist nun mal seine Einstellung. Ja, aber ich stelle es nochmal klar, du bist keine Hure, du arbeitest nicht als Prostituierte. Nein, würde ich auch nie machen. Du bist eine wahrscheinlich sehr gut aussehende junge Frau. Ne? Sind die Mädels ja in der Regel, die da arbeiten, als Stripperin. Ja. Schade, dass ich dich jetzt nicht sehen kann. Schade. Also als Stripperin und als Gogo-Tänzerin. Ja. So, du bist verliebt in deinen Freund seit 6 Monaten. Mhm. Groß verliebt. Ja. Sehr verliebt. Ja. Und erzählst dem, du gehst jeden Morgen brav in die Bank. Ja. Aber ihr wohnt natürlich nicht zusammen, nach 6 Monaten noch nicht. Nee, noch nicht. Aber hat er denn schon mitbekommen, dass du dann zu einer bestimmten Zeit morgens weggehst? Ja, nee, unter der Woche arbeite ich ja auch. Geht sich hauptsächlich ums Wochenende. Ach so, du arbeitest schon auch in einer Bank tagsüber. Ja, das ist schon richtig, das stimmt schon. So. Aber ich sag auch immer am Wochenende. Und am Wochenende, wenn ich dann halt so weggehe, dann sage ich ihm halt immer, ich gehe mit meinen Freundinnen weg. Hey, das ist ja noch pikanter. Also du bist wirklich eine ganz brave Bankangestellte, gehst ja, mit Kostüm und Handtäschchen wahrscheinlich zur Arbeit morgens. Ja, das stimmt schon. Und wenn dein Bankdirektor das mal rausbekommt? Na, die wissen es nicht und die sollen es auch nicht rausbekommen. Was meinst du, wo Bankdirektoren immer so hingehen abends? Na, das sind die ganz schlimm. Das sind die ganz schlimm, das ist mir schon klar, ja. Aber wir wollen nicht über den Bankdirektor reden, sondern über deinen Freund. Du hast, das schließe ich daraus, was du gerade gesagt hast, schon mal vorgefühlt bei ihm, was er von solchen Frauen hält, die so arbeiten. Ja, und zwar, das war ganz krass, das war mal in der Talkshow bei Oliver Geissen, da war so ein Thema. Ja. Und dann hat er damals mir gesagt, wenn meine Freundin sowas machen würde, die könnte direkt ihre Sachen packen und könnte gehen, sind eh alles Nutten. Oh Gott, und du saßt daneben und dich traf der Schlag. Richtig. Ich habe mir gedacht, meinst du nicht, dass deine Einstellung ein bisschen falsch ist? Nee, wenn du sowas machen würdest, du könntest direkt deine Sachen packen und gehen. Und ich so, ja. Was machst du da jetzt? Mhm. Wie lange wart ihr da schon zusammen, als er das gesagt hat, als ihr da zusammen... Ja, 3-4 Monate. 3-4 Monate. Mhm. Wie lange machst du das überhaupt schon? Seit 2 Jahren. Und das macht dir Spaß? Ja, das macht mir sehr viel Spaß. Erstens, weil ich habe da Freude dran, man verdient da gut viel Geld bei. Ja. Und ich meine, ich finde nicht, dass das billig ist. Ich meine, es mag zwar Leute geben, die das denken, aber ich sehe das nicht als solches. Also, einen guten Strip hinzulegen, finde ich, ist eine richtige Kunst. Richtig. Also, ja, da finde ich schon. Auch jeder genommen. Ja. Also, für dich ist die Sache, das macht Spaß, das ist interessant, du verdienst gut Kohle. Darf ich mal fragen, wie viel Kohle man da für so einen Abend verdient? Also, ich verdiene am Wochenende locker meine 500-600 Euro. Oh. Das ist natürlich gut. Da ist der Bankjob natürlich... Da kippt der ein bisschen ab. Das ist natürlich nicht schlecht. Kann man gar nicht miteinander vergleichen. Wie viele Stunden musst du dann für diese 500, 600 Euro arbeiten? Also ich fange um 11 Uhr an. Ja. Bis 2, 3 Uhr. Bis 2, 3 Uhr und dann 2 Tage. Ja, richtig, ganz genau. Und für die 2 Tage dann 500, 600 Euro. Richtig, ganz genau. Das ist natürlich nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht. Und ich meine, ich sehe auch nicht ein, warum ich das für ihn aufgeben soll, weil für mich würde auch kein Mann irgendeinen Job aufgeben. Ja, stell dir mal vor, er wäre Stripper. Wäre das schlimm? Nein, für mich ist es überhaupt nicht schlimm, weil ich habe dazu eine ganz andere Einstellung. Ich sag mal so, wenn man weiß, dass man zu Hause eine Freundin sitzen hat, der bin ich treu, die lieb ich, dann ist das für mich in Ordnung. Mhm. Ich sehe das ja auch als solches. Für mich sind die Männer nur so, ich bin da nur zur Schau und mich interessieren die Männer nicht. Ja. Weißt du, Nina, du läufst bei mir offene Türen ein. Ich bin vollkommen deiner Auffassung. Ja,
danke schön. Ich finde das okay. Ja, ich finde es gut, wenn du sagst, das ist ein Job wie jeder andere. Ich verdiene gutes Geld nebenher. Okay. Ich arbeite nicht als Prostituierte, sondern es ist so ein ach ja, fast schon halb künstlerischer Job irgendwie. Ja. Wir wollen es nicht so hochhängen, aber ist ja egal, wie wir es nennen. Finde ich alles im grünen Bereich. Du sagst, ich lasse mich mit den Männern nicht ein. Ich habe meinen Freund zu Hause, den liebe ich und so weiter. Ganz genau. So, jetzt müssen wir ihnen das klar machen. Richtig, und ich traue mich das nicht. Und das ist auch mein Problem. Deswegen rufe ich auch bei dir an. Musst du aber. Musst du aber. Ich glaube, dass der Vertrauensbruch, der ist wirklich da, ja. Wenn er das rauskriegt. Und die Gefahr ist einfach gegeben. Machst du das in der Stadt, in der du auch wohnst? Ja. Ja, siehst du. Da kann es doch ganz leicht passieren, dass irgendein Freund von ihm, weißt du, es gibt so viele undichte Stellen überall, dass es durchsickert und dann stehst du wirklich doof da. Aber ich stehe auch jetzt doof da. Sollte ich ihm das sagen? Ich kann noch an seiner Einstellung ändern. Jeden Tag, den du länger wachtest, stehst du doofer da. Mhm. Finde ich. Ja, das ist auch so. Ne? Darüber bin ich mir auch. Eigentlich hättest du in der Situation, als ihr da gemeinsam RTL geguckt habt, ja. Da hättest du sagen, so pass mal auf, ich gestehe es dir, so und so ist es bei mir. Hast du leider nicht gemacht, okay, ist jetzt Vergangenheit. Musst du aber jetzt nachholen, finde ich schon. Und wenn der Typ wirklich in dich verknallt ist und wenn der einigermaßen gut drauf ist, finde ich das, fände ich es ziemlich arm, wenn er dich deshalb verlässt. Du gehst ihm ja nicht fremd. Nein. Ne? Darum geht's ja, das ist ja das Allerwichtigste, finde ich. Aber er sieht das schon als solches, indem er sagt dann immer, die ziehen sich total aus. Ich meine, bei mir ist es ja nur so, ich meine, Unterwäsche, so untenrum habe ich ja noch was an. Also ist ja nur obenrum. Und er sagt zu mir, wer sich so billig zur Schau stellen muss, der, das ist voll schwach. Wäre dir das peinlich, wenn dein Freund mal mitkäme und sich so eine Show von dir anguckt? Ich weiß, dass er das nie machen würde. Nein, der würde zu viel kriegen. Nein, ich meine bei dich jetzt. Wäre es dir peinlich? Wärst du unsicher? Nein, überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, das wäre ja für mich noch viel besser, weil ich wüsste, ich würde dafür meinen Mann tanzen. Für mich wäre das noch viel besser. Verstehe. Also wärst du nicht verkrampft und verspannt? Nein. Oder so? Nein. Mhm. Nein, überhaupt nicht. Also Nina, ich würde es dir sehr wünschen, dass der Typ bei dir bleibt. Ich finde, wie gesagt, deine Einstellung finde ich okay. Mhm. Und wenn ich an seiner Stelle wäre und in dich verliebt wäre, könnte ich damit umgehen, könnte ich mit leben. Ja. Ist doch toll, wenn meine Freundin von allen Männern bewundert wird und bejubelt wird. Ist doch klasse, ja. Wäre ich stolz auf dich. Ja, das ist aber leider nicht so. Und jeder Mann ist da anders. Ja, das ist jeder. Ich weiß, es gibt auch die Kategorie Männer, die dann sagt, nein, meine Frau darf nicht von anderen Männern angeguckt werden. Das sind aber meistens die Leute, Domian, die selber in solche Clubs gehen und sich selber in solchen Meetings. Genau so ist es. Solche Männer sind das nämlich. Genau so, da hast du recht. Ja, so ist es. Also, lange Rede, kurzer Sinn, Nina, du musst raus mit der Sprache. Raus mit der Sprache. Und, und wenn er dich deshalb verlässt, ist er wirklich, dann ist er es vielleicht auch nicht für dich. Ja, das stimmt schon. Ja? Weil ich sag mal so, man muss so akzeptiert werden, wie man ist. Ja, genau so. Und mach es schnell. Wie gesagt, jeden Tag, den du wachtest, ist es irgendwie nicht in Ordnung. Okay? Okay, weiß ich Bescheid. Und noch eins, Domian, deine Sendung ist echt cool. Danke. Und ich finde das immer gut, wie du den Leuten so Tipps und Ratschläge gibst. Das finde ich echt super. Das freut mich, dass du sagst. Vielen Dank. Was sollte es öfter geben? Ja. Okay. Na, wir sind ja schon jede Nacht hier. Ja. Alles Gute, Nina. Und toi, toi, toi für das Gespräch. Danke schön. Tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 5050. Diese Nummer hat gewählt der Martin. Martin ist 36. Hallo. Hallo, Domian. Hallo, Martin. Ich habe folgendes Problem. Mhm. Und zwar seit so 16, 17 war, habe ich eine Leidenschaft, wo ich Damenlederröcke sammle. Du sammelst Damenlederröcke? Genau. Warum? Ja, ich weiß auch nicht. Ich finde das ganz toll, diese Dinge anzuziehen. Ach so, du ziehst sie auch an? Ja. Die sammelst du nicht nur und legst sie in den Schrank und guckst du die ab und zu mal an. Du schnupperst vielleicht dran, weil die so schön nach Leder riechen. Nee. Du ziehst sie selbst an? Genau. Und läufst dann durch deine Wohnung mit dem Damenlederrock? Ja, auch. Und befriedige mich auch ganz selbst damit. Aha, klare sexuelle Geschichte. Genau. Macht dich scharf. Ja. Ja. Und das ist jetzt noch nicht so ein Problem gewesen, weil ich das bisher alles gekauft habe. Aber jetzt habe ich jüngst eine sogenannte Straftat begangen. Das heißt, ich war einkaufen und bin am Haus vorbeigelaufen und habe dann eine Tür offen stehen sehen, wo eine Frau geputzt hat und bin dieses Haus reingegangen. Ja, und dann? Und da war ich im Flur drin, dann bin ich weitergegangen, auf einmal war ich im Schlafzimmer drin. Auf einmal? Ja. Passiert dann? Die waren alle auf und habe dann den Schrank aufgemacht und da waren Damenunterwäsche drin. Habe ich mir ein paar rausgenommen, in die Tasche gesteckt und dann kam diese Hausbesitzerin in dieses Zimmer rein
und habe mich dann überrascht, habe gesagt, was machen Sie denn da? Und dann wollte ich schnell raus. Ja. Und da hat sie gesagt, halt, ich rufe jetzt die Polizei. Ja. Ja, und dann bin ich rausgerannt und haben die Passanten festgehalten und dann war halt die Polizei dann da. Ja, bist du denn auch bescheuert, Mensch? Ja. Wie kann man denn sowas machen? Das frage ich mich heute auch. Also wie kann man denn sowas machen? Ich habe ja alles zu Hause. Ich habe mir das von Zeitschriften bestellt. Kauf dir allen Kram. Besorg es dir. Aber du hast einen Einbruch begangen. Du bist in eine andere Wohnung reingedrungen. Ja, die Türen waren jetzt zwar auf, aber... Ja, aber du komm, hör auf. Das wollen wir nicht hören, ne? Ich habe jetzt ziemlich Schiss, ne? Also du hast eine Anzeige am Hals jetzt? Ja. Und das Ganze läuft jetzt im Moment? Ja. Ich habe jetzt also eine Aussage gemacht bei der Polizei. Ja. Habe alles zugegeben. Ja. Und jetzt geht er zur Staatsanwaltschaft. Und jetzt müssen wir abwarten. Weißt du, Martin, genau an diesem Punkt, finde ich, wird die ganze Sache super bedenklich. Und genau. Ist auch nicht mehr schräg oder wo man drüber schmunzelt oder so. Deswegen rufe ich dich jetzt an. Ja, aber wirklich. Jetzt lass uns nochmal einen kurzen Schlenker machen zu der Vorgeschichte. Mhm. Seit deinem 16., 17. Lebensjahr, sagst du, sammelst du Lederdarmröcke. Genau. Ja? Wie viel hast du schon davon? Circa 130 Stück. 130 Stück? Mhm. Aber alles gekauft. Alles gekauft. Die liegen bei dir in der Wohnung, im Keller oder wo? Habe ich im Schrank hängen. 3 Schränke voll. Ach. Und wie oft trägst du die? Oder wann trägst du die? Wie ich halt Lust habe. Also ich bin heterosexuell, also ich habe auch Beziehungen schon gehabt. Ja. Die gingen halt kaputt. Ja. Und da habe ich mich immer in diese Röcke geflüchtet. Ja. Also wenn es mit Frauen nicht funktioniert, dann hast du dich in die Gegenstände, also in die Röcke. Genau, genau. Hast du eine Arbeit? Gehst du tagsüber arbeiten? Ja, das ist jetzt das Problem. Ich habe erst Friseur gelernt und jetzt nochmal Verkäufer. Ja. Und jetzt ist es ja auch das Problem, ich bin arbeitslos und suche weiterhin im Verkauf und der Arbeit. Ja, kannst du natürlich jetzt vergessen, nachdem was du da angerichtet hast. Die Polizei jetzt schon darum gebeten, dass es keine Gerichtsverhandlung gibt. Ja. Weil bei einer Gerichtsverhandlung wäre ich dann vorbestraft. Mhm. Rennst du dann den ganzen Tag zu Hause, wenn du jetzt arbeitslos bist und Zeit hast, mit den Röcken rum? Nee. Das ist also nur so, ich würde mal sagen, zweimal die Woche. Mhm. So meist am Wochenende halt, wenn ich in der Diskothek war, habe eine Frau gesehen, die auch sowas anhat. Ja. Welche findest du denn besonders schön? Welche Farbe, welche Lederfarbe sollten die haben? Oder welche? Schwarz. Schwarz-rot habe ich auch. Ja. Lange Röcke oder so Mini-Röcke? Lange, kurze, mittellange. Ja. Hm. Also auch alles Mögliche. Ja. Du ziehst die dann aber nur in deiner Wohnung an. Du gehst nicht raus mit den Röcken. Gut, Rosenmontag habe ich es mal angehabt. Na gut, Rosenmontag kann man das ja dann auch. Genau, genau. Fand ich auch sehr schön. Deine Leidenschaft oder diese Vorliebe, bezieht sich die jetzt ausschließlich auf Lederröcke oder auch auf andere Sachen, die Frauen gerne anziehen? Ja, Lederröcke, Unterwäsche, BHs, Slips. Ach so, das ganze Programm. Genau. Das ganze Programm. Mhm. So Pumps habe ich auch, Stiefel. Ja. Du sagst, du hättest auch schon Beziehungen gehabt. Ja. Haben die Frauen das mitbekommen? Die letzte Beziehung, die ich hatte, hat sogar akzeptiert. Also sie hat auch angezogen. Ah ja. Haben einen schönen Abend zusammen gehabt. Mhm. Wie lange warst du mit der Frau zusammen? Halbes Jahr. Mhm. War aber eine verheiratete Frau. Ja. Ist aber dann nicht daran kaputt gegangen? Nein. Nee. War kaputt gegangen, weil sie den Mann weiterhin haben möchte und auch eine Tochter gehabt hat. Verstehe. Die Beziehungen vorher, sind die daran gescheitert, dass die Frauen, die irgendwann auf die Schliche gekommen sind und die gesagt haben, hey, der ist ja bekloppt, mit dem will ich nichts zu tun haben? Ja gut, sie haben da mal, wir wollten ausgehen, haben sie ein Hemd rausgesucht mir und da haben sie gesagt, was hast du denn da? Mhm. Da habe ich halt zur Stellung genommen. Ja. Da haben sie gesagt, nee, danke, da möchte ich nichts mehr zu tun haben. Ja. Also das sind schon gescheitert daran. Mhm. Also ist das schon so eine Sache, die insofern sehr bedenklich ist, weil sie dich auch irgendwie in die Einsamkeit drückt, ne? Ja. Und jetzt sogar zum Straftäter gemacht hat. Wie ist das erklärbar? Ist die Sucht danach mittlerweile so groß, dass da wirklich die Sicherungen bei dir durchgebrannt sind und du nur die offenen Türen gesehen hast, Schlafzimmer, Damenunterwäsche, ich klau da jetzt was? Nee, das war eigentlich jetzt Blödsinn, Dominik, weil ich ja alles zu Hause habe. Mhm. Ja gut, aber die Frage ist ja, warum? Warum hast du das gemacht? Warum, genau, das frage ich mich heute auch. Ja, das wird man dich sicher auch noch eingehen fragen, warum? Meinst du denn, jetzt kommt so eine Gerichtsverhandlung? Kann ich das beurteilen? Weiß ich nicht. Ich frage dich jetzt hier in meinem Gespräch, warum hast du das da getan? Es war irgendwie ein Reflex. Also ich habe die Frau hat geputzt da. Ne? Mhm. Das war, hat mir ganz gut gefallen, die Frau. Und dann kam ich auf einmal auf den Gedanken, vielleicht hat sie ja da irgendwie Unterwäsche da liegen. Ne? Das ist aber zum allerersten Mal, dass du so auf so einen Trichter gekommen bist, dass du
ja, etwas eine Straftat begangen hast. Vorher war das, oder warst du schon mal kurz davor, irgendwann mal? Da, wo ich Verkäufer gelernt habe, hatte ich Nachhilfeunterricht in der Schule. Hm. Und da war unten die Schule, oben die Wohnung. Da habe ich das auch schon mal gemacht. Ah, so. Da habe ich 20 Tagessätze, bin ich dann verurteilt worden, A 25 D-Mark. Ah, also haben wir schon mal so eine Straftat. Genau, ja. Genau, ja, 2000. Mhm. Und jetzt habe ich halt Angst, dass zur Gerichtsverhandlung kommt. Martin, ich finde, dass das bei allem Verständnis und Toleranz für sexuelle schräge Sachen, ich finde, dass in diesem Fall ist das eine Sache, die behandelt werden muss. Genau. Das muss behandelt werden. A, weil du dich in eine Isolation selbst bringst. Mhm. Du hängst irgendwann nur noch vor deinen Röcken im Kleiderschrank. Das ist ja kein Leben. Ja. So, und wenn es jetzt sogar noch so eine Ausartung gefunden hat, dass du noch straffällig wirst und da nicht richtig Herr deiner selbst bist, muss was geschehen. Du musst zu einem Therapeuten. Genau. Vielleicht zu einem Sexualtherapeuten. Das muss man sehen, wie was das Richtige ist. Ich sehe mich ja auch nach einer Partnerin. Das ist ja nicht so. Ja, aber ich glaube, dass das Ganze blockiert wird durch diese. Kannst du dir denn mit einer Partnerin auch normalen Sex so vorstellen? Jo. Ja, das schon. Das ist auch. Haben wir bis jetzt immer gehabt. Ja, also sie muss dann nicht auch. Du musst nicht vorher den Lederrock angehabt haben, um dich in die Stimmung zu bringen oder so. Ganz normal, wie jedermann auch. Ja. Das ist nur, weil ich enttäuscht bin worden von den Frauen. Ja. Da flüchte ich halt immer in diese Sachen, weil die halt einfach sind. Ne? Verstehe. Den Lederrock kann ich nachts um 2 Uhr rausholen und da hat er halt Lust. Ne? Ja. Und eine Frau halt. Ja, das ist ein bisschen schwieriger mit der Frau. Die kannst du nicht irgendwo so herholen, nachts um 2 Uhr. Ich habe zurzeit Arbeitslosenhilfe, 260 Euro im Monat. Mhm. Da kann man keine Frau unterhalten. Mhm. Ja, du sollst ja keine Frau unterhalten, du sollst ein ordentliches Verhältnis zu einer Frau haben. Genau, ja? Aber jeder will da ausgeführt werden und ins Kino gehen. Gut. Das kann ich halt zurzeit nicht. Nee, aber das können viele nicht und sind trotzdem fähig zu normalen Partnerschaften. Dieses Gespräch hat mein Psychologe, der Johannes, mitgehört. Ja. Und mit dem wirst du jetzt eingehend sprechen. Genau. Ne? Und der wird dir jetzt Tipps geben, welche Art von Therapie du machen sollst. Ich empfehle es dir wirklich ganz dringend. Siehe das jetzt als schlimmes Warnsignal, dass du straffällig geworden bist. Und wenn du vielleicht dann auch entsprechend dann vorweisen kannst, dass du vielleicht eine Therapie schon jetzt eingefädelt hast, könnte das mit Sicherheit auch für dich sich dann gut auswirken. Ja. Ne? Du legst auf. Mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an. Ich bedanke mich. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Volker, 39 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen, Jürgen. Hallo, Volker. Ich grüße dich. Ja, mein Thema ist Selbsttötung. Ja, warum? Weil der Sohn von meiner Frau, also ich bin nur der Stiefvater, der hat sich letzte Woche Montag vor einen Zug gestellt. Mhm. Und ist zu Tode gekommen. Er ist zu Tode gekommen. Ich muss dazu sagen, dass eine Woche vorher, 700 Meter davor, ein Mädchen sich auch das Leben genommen hatte. Aber die hat nichts damit zu tun. Ne? Ja. Wie alt war der Junge? Er war gerade 18 geworden. Mhm. Hast du eine Ahnung, warum er es getan hat? Nein. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Also wir sind also wirklich sprachlos, immer noch entsetzt. Mhm. Weil es gab so keine Gründe, weil er war immer gut drauf, er war immer lustig. Er hatte ja an sich so nichts auszustehen, kann man sagen. Er hatte eine Ausbildung, eine neue Freundin gerade. Lebt ihr zusammen in einer Familie? Ja, in einer Familie. Hattest du auch als Stiefvater einen ganz guten Draht zu dem Jungen? Ich habe an sich einen recht guten Draht gehabt, weil ich hatte ja so nicht viel mit der Erziehung mit ihm zu tun, weil er ja an sich schon erwachsen war. Ja, aber er hat dich akzeptiert, das hat ja auch Spaß. Genau, er hat mich akzeptiert. Wir waren freundschaftlich sehr viel, wir haben sehr viel auch am Computer gemacht und. Also wir hatten schon eine gute Verbindung. Wir waren im Urlaub, auch letztes Jahr, wir waren im Januar dann nochmal im Urlaub. Und also musst du jetzt bei euch in der Familie, bei dir, bei deiner Freundin, ihr seid nicht verheiratet. Frau. Ein unbegreiflicher Schockzustand herrschen noch, ne? Ja. Also meine Frau ist fix und foxy, sie hat Antidepressiva gespritzt bekommen. Das ist eine Woche ungefähr. Dadurch ist sie jetzt sehr gut drauf, will ich mal sagen. Mhm. Also sehr ruhig. Ist natürlich klar, dass es öfter mal wieder hochkommt, dass sie dann eben halt auch sehr angespannt ist, ganz klar. Also ihr habt keine Nachricht gefunden? Dass er nein, was, kein Abschiedsbrief. Das Einzige, er hat die Freunde abgefahren. Nochmal besucht vorher? Nochmal vorher besucht und dann hat er es geäußert bei einem Freund, er wünscht sich sein altes Leben zurück.
Sein altes Leben. Sein altes Leben. Und da können wir nur draus schließen, dass er eben halt vielleicht wieder Schüler sein wollte, wo er nur rausgehen kann, draußen spielen, draußen Sachen machen, keine Verantwortung übernehmen. Aber das schließen wir einfach mal so. Aber ihr habt, ich meine, da muss jemand ja unter einem immensen Leidensdruck leiden oder das stehen. Das habt ihr nicht mitbekommen. Gar nicht. Das überhaupt nicht. Also auch die Freundin nicht, auch seine Freundin nicht. Nein, auch nicht. Und er hat ja einen sehr, sehr guten Draht zu seiner Schwester. Wie alt ist die? Die ist 16. Ja. Und die haben sich immer gut verstanden und die haben auch an sich immer gesprochen. Und die war auch fassungslos. Also das kann man nicht beschreiben. Und natürlich, sie ist unwahrscheinlich sauer auf ihn, weil er das jetzt gemacht hat. Ja. Es ist so eine Mixtur zwischen Trauer und Wut, ne? Genau. Bei dir auch? Das Problem ist eben halt auch, dass sie so gar keine Anzeichen erst gezeigt hat, so von Trauer oder irgendwas. Die Schwester. Das kam erst 2-3 Tage später. Ja. Da saß sie dann zusammengekrümmt so mit seiner Jacke und nachts, ne? Und sagt dann auf einmal, ja, ich warte, dass er nach Hause kommt. Ich glaube, dass das so unbegreiflich ist, wenn man da überhaupt nicht mitgerechnet hat und man überhaupt keinen Anhaltspunkt hat und auch keine Erklärung, dass man das vielleicht am Anfang, vor allen Dingen, wenn sie ist ja noch jung, 16 Jahre alt, dass man das einfach wegschaltet aus dem Gehirn, das einfach nicht glaubt oder nicht für möglich hält. Ja. Du sagst, er hat sich vor einen Zug gestellt. Ja, der Lokführer hat ihn also gesehen, deswegen ist er ja auch gesperrt worden gleich. Und er hat ihn auch angeguckt, den Lokführer. Also er kam von vorne. Also er hat den Zug auch gesehen. Das heißt, wer hat denn den Jungen identifizieren müssen? Die Polizei haben Sachen gefunden. Meine Frau hat eine Vorahnung gehabt. Die hat, weil er an sich so recht zuverlässig war, hat immer einen Zettel hingelegt oder hat angerufen. Also an sich hat er es immer irgendwie geschafft, mal kurz sich zu melden oder so. Und da hat die um 12 schon bei der Polizei angerufen gehabt. Und die haben dann normalerweise, so wenn einer 18 ist, dann sagen sie, ja, warten Sie bis morgen früh. Und dann sagt er nicht da, kommen Sie vorbei. Ja. Und da haben die schon klipp und klar gefragt, wie er aussieht, was er anhat. Und, da war es schon passiert. Ja, da war es schon passiert. Sie hat um 12 angerufen und um 22.35 Uhr ist es passiert. Vermutlich war der Junge so schwer verletzt, dass man ihn gar nicht mehr mit den Augen identifizieren konnte. Davon gehen wir aus. Ja. Also der von der Kripo hat auch gesagt, in weiteren Gesprächen, der möchte da nicht weiter drauf eingehen. Er hat nur gesagt, man kann sich vorstellen, wenn ein Zug mit 160 km/h ankommt, dass das eben halt nicht mehr so gut aussieht. Und, das ist das Schlimme an dieser Selbsttötungsform ist ja, dass man immer einen anderen Menschen auch noch mit reinzieht, nämlich in diesem Fall den Lokführer. Ja, der dafür nichts kann, aber es trotzdem getan hat. Ne? Also ich denke mal, gerade weil er ihn auch gesehen hat. Ne? Also, furchtbar. Dieses Bild wird der Mann, der die Lok gefahren hat, wird nie in seinem Leben wieder loswerden. Dass da so ein junger Mann stand und er konnte nicht bremsen mehr in letzter Sekunde. Die Beerdigung hat stattgefunden. Also war sogar abgeschirmt, weil meine Frau hat auch mit einem Arzt gesprochen, Psychologen schon, und die haben auch klipp und klar abgewinkt und haben gesagt, ganz geheim halten, weil die Schulen, die sind ja schon die Schüler, die sind ja schon so kultmäßig, dass sie sich treffen, und ja, weil eben halt schon ein Vorfall war, und das ist klar, ne? Dann haben die natürlich Angst, dass jetzt noch eine Kettenreaktion kommt, dass dann irgendwann vielleicht noch der Dritte sich da hinstellt. Ne? Deine Frau und die Schwester, die 16-jährige Schwester, haben die Beerdigung nur aushalten können mit Beruhigungsmitteln, mit Psychopharmaka? Also meine Frau, ne? Also die Tochter ist dann das erste Mal so richtig aus sich rausgekommen, will ich mal sagen. Und das geht aber jetzt wieder, also sie hat sich wieder recht gut gefasst. Ja, das wird schon wieder kommen. Es ist ja so frisch. Das ist ja 2 Wochen quasi jetzt her. Ja, richtig. Also bei ihr kommt das jetzt auch immer mal so. Aber also wir haben ja auch mit Psychologen gesprochen und die haben gesagt, also das kommt irgendwann mal raus. Ja. Sie sagte, erstmal nichts machen, und wenn es soweit ist und sie sich nicht verschließt oder so, also wir sollen das Verhalten ihm halt gucken, ne? Wenn sie sich verschließt oder irgendwas, dass wir dann reagieren. Ich würde dir gleich gerne noch über meinen Psychologen eine Kontaktanschrift von einer Selbsthilfegruppe geben, die nennt sich Verweis der Eltern. Ja. Da sind Menschen zusammen, die aus den unterschiedlichsten Gründen ihre Kinder verloren haben.
Ich habe sehr gute Dinge über diese Selbsthilfengruppen gehört und vielleicht könntet ihr, wenn ihr das wollt, wir können euch ja die Adresse an die Hand geben und ihr entscheidet es selbst, mit denen irgendwann mal Kontakt aufnehmen. Was ich aber dich gerade noch fragen wollte, war, gibt es jetzt auch schon solche Überlegungen bei dir oder bei deiner Frau? Haben wir was falsch gemacht? Tragen wir Schuld? Ja. Also meine Frau hat klipp und klar gesagt, dass sie sich Vorwürfe macht. Also ich spreche auch sie an, was für Vorwürfe das sind. Und sie sagt, sie hätte vielleicht zu wenig Zeit mit ihm verbracht. Mhm. Ich sage, du kannst ja nicht 24 Stunden mit ihm zusammen sein. Ja. Aber das ist, glaube ich, auch das ist, glaube ich, ganz natürlich, dass man sich dann Vorwürfe macht, wenn man vor einem solchen Rätsel steht, dass man dann denkt, vielleicht habe ich doch was übersehen oder das ist sicher ganz natürlich. Insofern ist eine Begleitung von Menschen, die Ähnliches erlebt haben, oder eine psychologische Begleitung in dieser Phase ganz wichtig, ganz wichtig, dass man nicht nur mit sich selbst denkt und im Kreis läuft oder nur in der Familie redet, wenn man überhaupt in der Familie reden kann. Oftmals geht das ja gar nicht, dass der Schock so groß ist. Ja, man fühlt sich auch sehr hilflos, ne? Weil völlig klar. Man kann immer nur Trost spenden, aber eben halt so richtig helfen kann ich da gar nicht. Ne? Wie lange bist du jetzt mit dem Jungen schon zusammen gewesen? Das heißt, wie lange bist du mit deiner Frau zusammen? Wie lange kanntest du ihn? Also ich kann ihn jetzt zweieinhalb Jahre. Mhm. Etwas über zweieinhalb Jahre. Wir sind jetzt knapp 3 Jahre zusammen. Ja. Da ergibt sich dann natürlich auch schon ein enges Verhältnis, aber bei weitem kann man das nicht vergleichen mit der Bindung, die eine Mutter dann zu dem Sohn hat. Nein, in keinster Weise. Ja. Also, sehr erschütternd, wirklich sehr erschütternd, wenn man auch so hilflos dasteht und man möchte es ja begreifen. Das macht es auch nicht, macht den Jungen nicht lebendig, aber wenn man es begreifen könnte, würde es vielleicht eine gewisse Hilfe darstellen. Also ich bin wirklich froh, dass die Tochter noch da ist, dass sie auch immer noch den, wie sagt man, diesen Willen hat zu kämpfen. Ne? Ja. Schon alleine für die Tochter. Ja. Das beruhigt mich dann so ein bisschen. Volker, ich möchte das jetzt vorschlagen, dass wir es so machen, wie ich es gerade gesagt habe. Du legst auf und mein Psychologe, der Johannes, ruft dich an und wird dir die entsprechenden Adressen oder Telefonnummern in eurer Gegend geben. Und dann könnt ihr überlegen, ob ihr das in Anspruch nehmt. Ja. Ich sage danke für das Gespräch und für die Sendung. Viel Kraft für dich und die Familie für die nächste Zeit, das zu überstehen. Alles Gute. Alles Gute ebenfalls. Dankeschön, auf Wiederhören. Ja, okay, tschüss. So, meine Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf morgen. Morgen ist die Nacht von Freitag auf Samstag und da haben wir eigentlich immer eine freie Themennacht. Aber morgen ist es mal ein bisschen anders. Morgen machen wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Briefe. Und gerne möchte ich mit euch über Briefe reden, die euer Leben erschüttert haben, die euer Leben verändert haben, vielleicht ganz gravierend verändert haben. Abschiedsbriefe, Drohbriefe, Geständnisbriefe oder auch Briefe, die man nie abgeschickt hat und man hätte sie vielleicht abschicken sollen. Also das Thema morgen ist Briefe. Ab 0 Uhr könnt ihr schon anrufen und könnt natürlich auch mailen, wenn ihr mir dazu etwas erzählen wollt, unter domian@wdr.de. So, jetzt bin ich verbunden mit dem Bastian. Und Bastian ist 18 Jahre alt. Hallo Domian. Hallo Bastian. Also, ich habe eine schwere, aber sehr schöne Krankheit. Aha. Und zwar das Maximilian-Syndrom. Das Maximilian-Syndrom? Ja, genau. Der Maximilian, der bei Stefan Raab die SSDS-GPS. Ah, den ich ja auch so verehre. Ja, mittlerweile. Genau. Also ich war. Und Maximilian ist ja, das ist ja sensationell, der ist ja auf Platz 1 in den deutschen Charts. So sieht's aus. Das ist ja unglaublich. Total für ihn. Ja. Und morgen ist der Grand Prix. Ja. ARD, morgen Abend Grand Prix. Und müssen ich hoffe, alle er gucken. Schaffen. Ja. Das heißt, bist du denn eigentlich ein Fan vom Grand Prix? Nee, also eigentlich überhaupt nicht. Ist ja, wenn man unter Freunden das so hört, total uncool. Aber dadurch, dass Max ja jetzt zum Grand Prix Vorentscheid fährt nach Berlin, gucke ich es mir sehr gerne an. Also, das hat bei dir jetzt wirklich, das hat mit Maximilian was zu tun, dass du sagst, deshalb gucke ich. Obwohl, man muss ja sagen, dass der Grand Prix, die Vorentscheidung des Grand Prix, morgen ganz anders ablaufen wird als sonst all die vielen Jahre. Es wird, soweit ich weiß, viel moderner. Es wird kein einziger klassischer Schlagertitel dabei sein. Ja. Es sind alles mehr oder weniger Pop-Songs und Maximilian eben. Ja, genau. Wobei ich sagen muss, dass Maximilian halt es nicht so leicht hat wie die anderen. Also ich meine, Scooter gehört vielleicht nicht so eher zum Grand Prix.
Ja. Oder zu diesem Vorentscheid, weil das halt eine Nummer zu krass ist, finde ich. Ja, kann man streiten drüber. Ja, genau. Ja. Von denen, die da so mitmachen, fändest du auch noch einigermaßen okay? Wonderwall vielleicht. Ja, ja. Weil das auch sehr schöne Musik ist, ja. Ich glaube, Maximilian hat es insofern ein bisschen schwer, weil er wirklich ein absoluter Neueinsteiger ist. Ne? Ich glaube, alle anderen, die da mitmachen, die meisten zumindest, sind irgendwie schon etablierte oder sind schon ein bisschen länger im Musikgeschäft. Genau das macht es auch so richtig schön spannend, finde ja, ich. Ja. Dass mal da jemand ist, der noch nicht so lang berühmt ist und der dann doch immer die Chance hat, zum Grand Prix zu fahren. Er hat heute Abend nochmal bei Stefan Raab gesungen. Ich hab's gesehen. War es nicht wahnsinnig? Ja, doch, das stimmt. Das war wunderschön, ja, wirklich. Ja, ganz ich habe den Fernseher auf mega laut gestellt. Ja. Aber unsere Familie, die finden ihn alle ganz gut und wir werden ihn auch unterstützen. Also, vielleicht hat er wirklich richtig gute Chancen, doch, nachdem er jetzt auch so durch den Aufstieg auf Platz 1 doch vielleicht bei vielen Leuten bekannt geworden ist. Vielleicht hat er eine gute Chance, nach Istanbul zu kommen. Ja, das muss man auch erstmal schaffen, ne? Das muss man wirklich erstmal schaffen, sehe ich auch so. Was hörst du denn sonst gerne für Musik? Also Techno überhaupt nicht. Ja. Also eher so was, so ein bisschen Pop, Balladen, die hier von A bis Z. Ja. Es gibt ja auch ein paar Rockballaden. Also ich finde auch, jetzt hat nichts mit Deutschland so den Superstar zu tun, sondern eher mit der Gewinnerin. Die hat auch eine schöne Stimme, finde ich. Ah ja. Also bei mir kommt es eher auf die Stimmen drauf an, als auf die Art der Musik. Hast du denn voriges Jahr den Grand Prix verfolgt? Und, nee. Das gar nicht. Überhaupt gar nicht. Total tabu. Also auch nicht in den Haupt-Grand Prix dann. Nicht nur die Vorentscheidung, sondern den Haupt-Grand Prix auch nicht. Genau. Ja. Ja, das erschließt vielleicht ganz andere Schichten jetzt, auch ganz andere Leute, die halt auf andere Musik stehen. Ich finde es gut, ja, dass es mal alles anders ist. Ich glaube, dass der Grand Prix jetzt und auch der Vorentscheid viel mehr Einschaltquoten haben wird. Wir sind alle sehr gespannt. Ja, wir sind alle sehr gespannt. Und endlich keinen Ralf Siegel. So. Kennst du Ralf Siegel? So sieht's aus, genau. Ich meine, er hat ja damals großen Erfolg gehabt. Mit ein bisschen Frieden war natürlich ein großer Hit, muss man sagen. Da warst du wahrscheinlich noch gar nicht hier. Das ist ja. Nee, aber ich kenne das. Du kennst es, ja. Also, wir drücken Maximilian die Hände für morgen, die Daumen. Ja, ich werde mir noch mehr Daumen wachsen lassen, ob es funktioniert. Und hoffen, dass er Deutschland in Istanbul vertreten wird. Und er wäre ein guter und würdiger Vertreter. Dass er das jetzt auch mitbekommen hat. Ja. Und dass er das jetzt auch hört. Max, wir drücken dir die Daumen. Er wird sich freuen. Schaffen. Ja, also bei so vielen guten Wünschen kann es ja gar nicht schief gehen. Ja, genau. Bastian, alles Gute. Domian? Ja. Ich wollte fragen, ob ich noch ein Autogramm von dir bekommen könnte. Christo, da musst du auflegen. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Alles klar. Tschüss, Bastian. Tschüss, Domian. Tschüss. So, ihr Lieben, mit wem machen wir weiter? Wir machen weiter mit Sascha. Und Sascha ist 31 Jahre alt. Guten Morgen, Junge. Guten Morgen, Sascha. Weswegen hast du angerufen? Ja, deswegen. Ich habe Multiple Sklerose. Ja. Und das ist jetzt seit 6 Jahren bekannt. Und eigentlich geht es mir ganz gut. Ja. Was heißt eigentlich? Ich stehe noch auf meinen eigenen Beinen, aber. Ja, also du sitzt nicht im Rollstuhl, du brauchst keine Krücken. Genau. Du kannst auch gut sehen? Nein. Nee. Also ich kann nicht gut sehen und an manchen Tagen überhaupt nicht laufen. Mhm. Und wenn ich aus der Dusche komme, dann kann ich weder laufen noch sehen. Ja. Also. Also das heißt. Man weiß das ja so von MS-Kranken, dass die auch in Schüben erkranken, ne? Ja, bei mir ist es anders. Bei dir ist es anders? Wie nennt sich das? Progressent, schleichender Verlauf. Es wird also ständig peu à peu schlechter, ohne dass es jetzt irgendwelche Schübe gibt. Das heißt, es wird zwar im Schneckentempo, aber es wird ständig schlechter. Gehen wir mal die 6 Jahre zurück, als man es diagnostiziert hat. Wie hast du es gemerkt? Das war bei der Bundeswehr. So mitten in der Sommerübung und auf 50 Meter konnte ich kein Gesicht mehr erkennen. Das heißt, bei den Augen war es ganz schlecht. Ja. Und bei der Bundeswehr ist es so, wenn man krank ist, geht man ins Krankenhaus, wenn die Ärzte einem nicht helfen können, und man kommt erst wieder raus, wenn klar ist, was es ist. Ja. Das ist bei denen so wahrscheinlich wegen Regressforderungen, keine Ahnung. Ja, 2,5 Monate später hat man mich dann wieder rausgelassen und dann stand es fest. Dann stand es fest. Ja, 2,5 Monate. Könnt ihr mir vorstellen, wenn man so als Mitte 20-jähriger Bursche so eine Diagnose bekommt, ist das ein Hammer, ne? Aber wirklich. Das war, ja, natürlich, es war erstmal nicht greifbar, weil die Symptome, die verschwanden wieder und nach ein paar Wochen war nichts mehr davon zu spüren. Wusstest du vorher schon so ein bisschen, hattest du von MS mal was gehört? Nee, gar nicht. Gar nichts. Ich habe mir ein Buch geschnappt und da habe ich erstmal gelesen, was ich da habe. Mhm. Also die Ärzte haben zwar versucht, einem was zu erzählen, aber verstanden habe ich es nicht. Es ist ja schon eine sehr schwere Erkrankung.
Und was man so hinlänglich weiß, ist, dass die Menschen irgendwann dann im Rollstuhl enden oder dass sie erblinden, ja, und so weiter. Ja. Wie hat sich das denn so im Laufe der Jahre, wurde es dann sehr, sehr schnell merkbar, dass die Krankheit immer weiter um sich greift? Nee, also 4 Jahre lang hatte ich gar nichts mehr, also nichts Großartiges. Also es wurde schlechter, ein bisschen schlechter, die Augen wurden immer ein bisschen schlechter, aber das war's. Mhm. Und jetzt seit 2 Jahren geht's so in einem schnelleren Tempo schlechter, ja, also dass ich nichts mehr spüre, Kälte, Wärme, Schmerzen. Also ich kann mich in einen Finger schneiden und merke nicht, dass ich blute zum Beispiel. Ja. Also es sind Taubheitsgefühle am Körper, genau. Es sind Koordinationsschwierigkeiten, ne? Ja. Unter Umständen und eben die Sehgeschichten. Genau. Wie lebst du? Lebst du alleine? Hast du Familie? Oder? Ich bin verheiratet seit einem knappen Jahr und ich habe einen Sohn von 9 Monaten. Ja. Ja, und das sind so ziemlich die einzigen Bezugspunkte, die ich noch habe. Ich wollte gerade sagen, eigentlich, ich glaube ja, dass bei MS auch die Psyche eine große Rolle spielt. Es ist immer sehr umstritten noch, aber ich glaube das. Ja, glaube ich auch. Ja, das ist doch eigentlich ein schöner Halt, den du dann von der Familie bekommst, oder auch ein... Ja, das ist der einzige Halt. Ja. Ich meine, es sind so viele Sachen und unheimlich viele Leute um einen herum, aber keiner versteht einen. Und das sind so die einzigen beiden Menschen, die mir jetzt so Halt geben. Also deine Frau und der Kleine. Ja, genau. Ja. Mhm. Ja, meine Frau ist Krankenschwester, sie kennt das Krankheitsbild von anderen und aus dem klinischen Alltag. Sie kennt es und sie kannte es auch, also sie wusste, dass sie Krankheit hat, bevor sie mich geheiratet hat. Ja, und das war auch kein Problem dann für sie oder für euch in der Beziehung, dass du erkrankt oder bist oder immer noch mehr erkranken wirst wahrscheinlich? Nee, das war kein Problem, es war nie ein Thema so richtig. Sie akzeptiert die Einschränkungen so, wie sie sind und wir machen das Beste draus. Wie ist es so mit dem Rest der Familie, Eltern? Ja, also meiner Mutter habe ich den Kontakt völlig abgebrochen. Ach. Vor einigen Wochen, ja. Vor einigen Wochen? Ja, vor Warum? Einigen Wochen erst, ja. ja, bei so Sachen wie, ich nehme mich viel zu wichtig. Es gibt noch andere Menschen, denen es schlecht geht auf dieser Welt und ich soll mich nicht so wichtig nehmen mit meiner Krankheit, da drehe ich durch. Sagt sie? Ja. Das sagt sie zu dir? Ja, wörtlich. Das sind so Sachen, ich kriege kein Verständnis von meiner Mutter, von meiner Schwester, die es noch gibt. Mhm. Und ich meine, das ist ja ein harter Schritt, wenn du dich jetzt von deinen... Lebt der Vater auch noch? Der Vater lebt noch, aber zu dem habe ich schon 8 Jahre keinen Kontakt mehr. Aber dann den Kontakt abzubrechen zur Mutter ist ja schon auch ein gravierender Einschnitt, ne? Ja, ich finde es vor allen Dingen ganz schlimm für meinen Sohn. Mhm. Ich meine, es ist eine Oma und ich weiß aus meiner Kindheit, wie wichtig mir die Oma war. Aber wie ist denn sowas zu erklären? Gerade Mütter sind doch immer sehr besorgt und denen über die Lippen geht, hier, du nimmst dich viel zu wichtig mit deiner Krankheit. Es gibt noch andere, denen geht es noch schlechter. Da muss doch schon sehr viel passieren. Bist du denn so jemand, der auch wirklich sehr viel, ich sag mal, du klingst gar nicht so, aber ich frage mal, jammerst du viel? Hast du bei deiner Mutter viel gejammert? Nee, wahrscheinlich zu wenig habe ich gejammert. Ja, du klingst überhaupt nicht so. Also wirklich, ich will es ja auch überhaupt nicht sehen. Ich habe auch weinerliche Tage. Welcher Mann hat da nicht? Na, aber normalerweise, aber klar, bei so einer Krankheit hat das jeder von uns, dass man da auch mal einen Durchhänger hat. Ja, ich meine, ich habe Tage, da recke ich auch die Hände gegen den Himmel und denke, wieso ich? Natürlich hat das jeder mal, denke ich. Und ich baue mein Leben um meine Krankheit herum. Es gibt Tage, da kann ich schlecht laufen, also bleibe ich zu Hause mit meinem Sohn und krabbel. Ja. Kann man die Hoffnung haben, dass sich das doch irgendwie wieder einrenkt mit der Mutter? Eigentlich nicht. Mhm. Weil wir hatten noch mal ein abschließendes Gespräch, sage ich mal. Wir haben telefoniert und ich habe gesagt, besser nicht mehr. Dann kam sie noch mal hier persönlich vorbei und habe ich gesagt, dann haben wir noch mal dasselbe gesprochen und ich kam wieder auf Unverständnis und dann haben wir gesagt... Belastet dich das sehr? Ja, unheimlich. Weil ich finde Familie wichtig, ja. Aber nicht um jeden Preis. Wenn ich, was nützt es mir, wenn mein Sohn eine Oma hat, aber ich platze beinahe bei jedem Gespräch und das ist so schlimm. Du bist 31, habe ich gerade gesagt. Kannst du noch einer beruflichen Tätigkeit nachgehen oder Nein, geht das nicht mehr? Ich bin jetzt im Moment in der Elternzeit. Also im Erziehungsurlaub, ganz normal, aber ich werde da jetzt meine Rente ist beantragt. Ja. Und das ist ja, muss man sich alles vorstellen, 31 Jahre alt, Rente beantragt, Aussicht, nie wieder arbeiten zu können, nie wieder ein so normales Leben führen zu können. Ja. Sagen die Ärzte dir eine Prognose, wie du dich in 5 Jahren fühlen wirst? Nee, das machen sie nicht bei der Krankheit. Ich meine, sie heißt die Krankheit der 1000 Gesichter, weil es kann bei jedem anders sein. Mhm.
Und deswegen gibt auch keiner die Prognose, weil 4 Jahre lang war bei mir fast nichts und jetzt die letzten 2 Jahre. Denkt man dann so in deiner Situation darüber nach, mein Gott, ich habe jetzt ein kleines Kind, ich bin erst 31 Jahre alt, wer weiß, vielleicht erlebe ich gar nicht wieder Einschulung von dem Kind? Ja, ich meine, man stirbt ja nicht dran, so direkt an der Nicht Krankheit. Direkt, nein, nein. Aber natürlich denke ich, ich habe schon dran gedacht, als es hieß, hey, ich bin schwanger. Natürlich denke ich da dran, jeden Tag. Aber wir versuchen, das Beste draus zu machen, jeden Tag wieder als neues Wunder zu nehmen und das Beste draus zu machen. Finde ich eine richtige Einstellung, ja. Anders geht es nicht. Ansonsten, ich habe sicherlich auch depressive Phasen gehabt. Und aber du hast, du hast die Aufgabe, du musst dich um den kleinen Wurm kümmern. Ne? Ja. Du sitzt nicht alleine zu Hause rum und bist am Grübeln, sondern du bist da eingebunden in diese kleine Familie. Mit der Mutter, das ist natürlich sehr traurig alles. Hat wahrscheinlich aber auch eine lange Vorgeschichte, könnte ich mir vorstellen. Ja, das fällt ja jetzt nicht einfach mal nur so vom Himmel. Nee. Aber du hast ein Kind und du hast eine Frau, die dich liebt und die du liebst. Ja. Bist du in irgendwelchen Selbsthilfegruppen von MS-Kranken? Nee, gar nicht. Willst du das auch nicht? Nee. Mit dem Problem anderen habe ich immer so mein Problem, mir das anzuhören. Ja. Und dann denke ich immer, was wäre, wenn ich diese Probleme des Gegenübers hätte. Kann ich auch verstehen. Mir hat mir jemand gesagt, ich gehe nicht in so eine Selbsthilfegruppe, dann fühle ich mich noch kranker, als ich ohnehin schon bin. Ja. Muss man auch akzeptieren. Ich kämpfe jetzt noch mit dem Bild von dem Zugfahrer. Mit dem Bild kämpfe ich jetzt noch. Ich meine, wenn ich jetzt noch die gleiche Krankheit von einem Gegenüber erklärt kriege, dann... Glaube ich, ja. Pass auf, Sascha, ich möchte mal einen Vorschlag machen. Das mit der Mutter lässt mir keine Ruhe. Ja. Ich glaube, dass das aber wirklich komplizierter ist und sehr in deine Vergangenheit, deine Kindheit und weiß ich wohin verwurzelt ist. Vielleicht kann dir mein Psychologe da noch einen Tipp geben, nachdem ihr ein bisschen länger miteinander sprecht. Das können wir jetzt leider hier im Rahmen der Sendung nicht machen. Ja. Über die Mutterproblematik, weil das ist ja sehr belastend und lästig. Nee, lästig ist zu leger ausgedrückt, sehr belastend für dich. Ja. Vielleicht kann man da, hat er eine Idee, der Johannes, mein Psychologe. Ja, das wäre super. Okay, dann legst du offen, er ruft dich gleich an. Ja, super. Alles Gute. Jo. Tschüss. Unser Thema morgen, ihr Lieben, heißt Briefe. Ich möchte gerne mit euch über Briefe reden. Briefe, die euer Leben sehr verändert haben. Abschiedsbriefe, Drohbriefe, Briefe, die ihr vielleicht mal geschrieben habt, aber nicht eingeworfen habt und ihr hättet sie einwerfen sollen, sagt ihr im Nachhinein. Also Briefe ist unser Thema morgen. Jetzt bin ich verbunden mit Sabine. Und Sabine ist 21. Schönen guten Morgen. Hallo. Hallo Sabine. Na, ich habe ein Problem. Ja. Zwei Probleme. Na, eigentlich ist es ein großes, was viel mit einschließt. Und zwar nehme ich Drogen, drogensüchtig, Drogen nehmen. Der Unterschied, weiß ich nicht, ist da manchmal nicht so groß. Aber mein Problem ist, ich habe vor einem halben Jahr ein Kind bekommen. Und fühle mich jetzt ihr gegenüber, meiner Tochter gegenüber, scheiße, kann das... nicht verbinden mit ihr, aber ich kann es auch nicht sein lassen. Du nimmst Drogen? Ja. Und du hast vorher auch Drogen genommen, auch während der Schwangerschaft? Ich habe in der Schwangerschaft dann im 5. Monat aufgehört, weil mein Kind zu klein war, zu leicht war und man mir halt gesagt hat, dass ich das sonst nicht bekommen würde. Über welche Drogen reden wir? Ich bin so ein Mischkonsument, wir reden über Cannabis, Ecstasy, LSD, Kokain, Pilze eigentlich. Das ist ja schon ein heftiger Cocktail. Ja, genau, so ein Mischkonsument, immer das, was da ist. Fehlt da nur noch Heroin? Heroin ist nicht dabei? Nee. Nein, aber das ist ja schon... Aber es langt auch schon, Es langt wirklich, das ist heftig genug. Wie oft konsumierst du das? So nach der Schwangerschaft habe ich dann erst angefangen zu kiffen, das ist jetzt wieder täglich. Und jedes Wochenende dann halt, ne? Die anderen Sachen. LSD, Amphetamine auch? Ja. Amphetamine, Kokain... Ja. Wenn du das machst, wenn du so richtig dann auf die Rolle gehst und mit den Sachen, dann kannst du dich doch nicht um dein kleines Kind kümmern. Genau, das ist es halt. Also wo ist das Kind dann? Sie ist zu Hause, sie schläft und ich knall mir die Birne dicht. Und wie? Die ist ein halbes Jahr erst alt? Ja. Und dann gehst du richtig auf die Rolle in die Disco? Nein. Dann sind wir sonst hier zu Hause und mit Freunden, Bekannten? Ja. Das heißt, du bist in der Wohnung und in der Wohnung wird dann konsumiert und nebenan schläft das Kind. Ja. Aber du bist natürlich dann irgendwie völlig anders drauf, wenn du das Zeug genommen hast. Natürlich. Also in dem Moment denke ich immer, das klappt alles und das ist alles in Ordnung so. Mach mir dann darüber keinen Kopf und im Nachhinein sitze ich dann da und denke mir so, scheiße. Ja. Wie finanzierst du das? Das kostet ja auch eine ganze Menge Kohle. Vor allem, wenn man es kostet Geld. Ja, also ich
ja, macht dann hier und da meine Abstriche. Also nicht am Kind, also das sage ich nur. Sie hat alles, was sie brauchen, was sie haben muss jetzt in ihrem Alter, Spielkram und so, das hat sie auch alles. Ja, und ich mache halt für mich meine persönlichen Abstriche, wie auch vor der Schwangerschaft auch, ne? Man gönnt sich halt nicht wirklich viel, man guckt halt, dass man so den Monat rumkommt und dann passt es immer irgendwie rein. Das ist ganz komisch. Aber ich meine, wenn wir über Kokain beispielsweise reden, das sind ja nicht nur ein paar Mark 50, das ist ja richtig die Kohle, ne? Was das kostet. Das gelingt dir auch dann irgendwie von deinem Geld, was dir zur Verfügung steht, abzuzwacken. Ja, was das ist dann immer Ende des Monats, steht man dann da. Von was lebst du denn? Ich bin alleinerziehend, habe mein Erziehungsgeld, meinen Unterhaltsvorschuss bekomme ich und Sozialhilfe momentan. Sozialhilfe, also im Staat alles. Ja. Mhm. Wie viele Jahre bist du schon so drogenabhängig? Sechs. Sechs Jahre? Mhm. Jetzt 21? Ja. Mhm. Also ich habe eigentlich gedacht, dass ich das mit ihr, dass ich mit der Schwangerschaft mit meinem Kind die Kurve kriege. War wirklich davon überzeugt, es hat die Schwangerschaft über geklappt. Ich habe mich von dem größten Teil der sogenannten Freunde verabschiedet. Aber du hast, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, oder ich habe es missverstanden, bis zum fünften Monat hast du auch konsumiert. Ja, also bis da habe ich dann gekifft, ne? Mhm. Also habe dann, ich habe ziemlich spät erfahren, dass ich schwanger bin. Mhm. Bis dahin hatte ich dann halt auch gefeiert, sag ich mal. Mhm. Und dann war natürlich auch meine Angst da so, na super, toll, du bist schwanger, nimmst Drogen, na klasse, was hast du da jetzt einen Wurm angetan? Was ist mit dem Vater des Kindes? Der Vater sitzt seit einem Jahr im Gefängnis. Ja. Hast du früher mal was gelernt, eine Ausbildung gemacht? Krankenschwester. Und ja, es ist alles sehr paradox. Ne? Und zu Ende gemacht auch? Nee, abgebrochen jetzt mit der Schwangerschaft. Ja. So, nun hätte ich auch so gedacht, Mensch, die ist sechs Jahre drauf. Sechs Jahre ist eine sehr lange Zeit, wenn man ich habe zwischenzeitlich Therapien gemacht. Also wenn man 15 anfängt und bis 21, finde ich, ist das wirklich, weil das so eine prägende Zeit auch ist. Es gehört einfach so dazu schon, ne? Ja, genau. Hätte ich jetzt im ersten Moment auch gedacht, Mensch, wenn dann jetzt ein Kind im Spiel ist, dann mobilisiert das alle Eigenkräfte, um davon wegzukommen. Aber es hat jetzt nicht geklappt. So. Nee, und das ist das, was mich jetzt so ganz doll fuchsig macht und mich ganz und runterzieht. Mich unglücklich macht. Ja, und zu Recht auch, finde ich. Ja, natürlich. So. Es ist absolute Scheiße und ich fühle mich schlecht. Aber das Ding ist, ich ändere es nicht. Ja. Das ist das Problem. Ja, du hast eine Verantwortung zu tragen und du trägst die Verantwortung nicht richtig und läufst Gefahr, die Verantwortung immer weniger richtig tragen zu können, wenn du das so weiterlaufen lässt. Ja, das sehe ich halt auch so. Und trägst dann irgendwann die Schuld unter Umständen für Fehlentwicklungen, die das Kind dann betreffen. Ja. Das heißt, du musst jetzt wirklich mit allen verfügbaren Kräften, die du hast, musst du was unternehmen. Du sagst gerade, du hast schon Therapien damals mal gemacht. Ja. Hat das was gebracht für dich? Oder würdest du im Nachhinein sagen, ach, das war Laber? Und also damals war es, ich habe damals hauptsächlich Therapien gemacht, weil ich selbstverletzendes Verhalten hatte und magersüchtig war. Ja. Und darauf basiert es und meine Drogensucht, die erste Zeit war es so nebensächlich, weil man immer gedacht hat, das basiert dann auf diesen ganzen anderen Problemen. So. Ja. Habe ich auch so angenommen. Und die erste Zeit in der Therapie habe ich dann auch aufgehört und dann habe ich noch die zweite gemacht, die dritte gemacht und irgendwann fing ich an zu bescheißen. So. Ach, dann musste das sein vom Jugendamt aus oder dann musste das sein, weil gewisse Leute das wollten und dann war es halt gar nicht mehr mein Wille. Dann habe ich es halt gemacht. Ja, dann kann man es vergessen, ne? wenn man das nur so für andere macht. Ja, ja. Und der Schwerpunkt, wenn ich es richtig verstanden habe, war dann auch nicht die Drogengeschichte, sondern die anderen Problematiken, die du halt angesprochen hast. Ja, und das lief eigentlich immer so mit dabei und ich habe es immer gar nicht als Problem gesehen. Ja. So, ich habe immer gedacht, das ist in Ordnung. Wie ist das denn jetzt mit dem Essen? Hast du das im Griff? Bist du? Oder immer noch essgestört? Sehr essgestört? Immer noch. Also es ist alles rückläufig eigentlich. Es hat sich in der Schwangerschaft alles so positiv entwickelt. Mir ging es gut. Ich habe ja dermaßen zugenommen. Ich habe damals 20 Kilo zugenommen. Und wie viel wiegst du jetzt im Moment? Jetzt wirklich nur noch 50 Kilo. Bei einer Größe von? 1,72. Ja, schon wenig, ne? Es ist weniger. Erbrichst du oder isst du wenig? Nee, ich esse noch nicht. Du isst dann nicht. Mhm. Das Ideale wäre für dich, glaube ich, ein Klinikaufenthalt.
einen ausgiebigen Langklinikaufenthalt? Habe ich mir auch schon gedacht und dann kommt mir im Kopf und mein Kind. Ja, nee, das wollte ich gerade fragen. Das müssen wir gleich mit meinem Psychologen besprechen. Ja. Ob es Möglichkeiten gibt, dass es so Mutter-Kind-Kliniken, Klinikaufenthalte gibt, dass du dein Kind mitnehmen kannst, das ist ja natürlich das Optimalste. Mhm. Ne? Dass du bei deinem Kind. Weil ich halt alleine bin und ja, dem Vater genau. Ein ganz schlechtes Kind. Irgendwo, irgendwie muss das doch möglich sein in Deutschland. Ja. Das fände ich für dich. Nach meiner laienhaften Einschätzung das Allerbeste, keine Therapie außerhalb, wo du jetzt einmal in der Woche nur hingehst, sondern richtig. Wo ich dann wieder nach Hause gehe. Nein, das ist es nicht. Du musst, das ist ja jetzt so ausufernd, was du erzählt hast. Da muss, glaube ich, jetzt eine Klinik ran. Und das Tolle ist ja bei dir, dass du es willst. Ja, ich will. Jetzt willst du es, ne? Damals wolltest du es gar nicht so richtig. Nee. Damals habe ich es für mich, also ich glaube, ich bin mir selber immer nicht so viel wert, aber meine Tochter ist es mir einfach wert, dass es so nicht mehr laufen kann. Das ist einfach die optimalste Voraussetzung für eine Therapie. Und die Chancen, dass die Therapie positiv wird, sind enorm hoch, wenn du so dran gehst. Die sind viel besser, weil ich habe ja was, wofür es sich lohnt. Genau so. Dann kommt aber mein nächstes Problem, mich halt wieder vor meiner Familie und überhaupt zu outen. So, weil alle jetzt gerade so stolz auf mich sind, alle sagen, Brina kriegt das hin und die macht das und gar nichts ist. Aber das ist dann, würde ich mal fast sagen, ein Nebenproblem. Das Hauptproblem ist, dass du es erkennst, das hast du erkannt, und das Hauptding ist, dass du etwas verändern willst. Du willst etwas verändern. So, nehmen wir mal an, es würde gelingen, dass du eine gute Klinik bekommst, mit eine Mutter-Kind-Klinik. Mhm. Dann muss das halt nochmal der Familie gesagt werden. Aber das signalisiert der Familie ja auch, dass du wirklich endgültig etwas verändern willst. Und müsste, so hoffe ich, die Familie ja auch dann beschwichtigen. Ja, und da habe ich dann Angst, weil ich ja jetzt, das ist ja, wäre ja nicht dann die erste Therapie, dass dann meine Verwandten mal sagen, so, Brina, weißt du was, das hast du uns schon alles ein paar Mal erzählt und das geht hier um dein Kind. Und dass sie dann das Jugendamt einschalten oder irgendwie sich so mobilisieren, das ist halt... Verstehe. Deswegen, das ist mir das Kind wegnehmen. Ja, deswegen muss das alles sehr vorsichtig und gut eingefädelt werden, damit das nicht passiert, weil das ist für das Kind schlimm, das ist für dich schlimm und wenn du guten Willens bist und es schaffst, ist das Tollste überhaupt, wenn das Kind bei dir bleibt. Und so soll es ja auch sein. So. Für sie lohnt es sich auch. Ja, so Sabine, jetzt liegst du bitte auf und wir rufen dich gleich an und dann überlegen wir mal, das heißt mein Psychologe mit dir zusammen, wo es so eine Klinik gibt, welche Möglichkeiten, welche Voraussetzungen und so weiter. Ja. Okay? Super. Von Herzen alles Gute, auf Wiederhören. Bis dann. Tschüss. Ciao. Hier ist Severin. Severin, 70 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Guten Morgen. Das ist aber ein ungewöhnlicher Name. Ich kenne nur eine Severin-Brücke hier in Köln. Ja, das gibt auch Severin-Kirche. Also ist das ein ganz normaler Vorname? Ja, nee, Nachname. Ein Nachname? Ja. Ach so. Wie heißt du mit Vornamen? Horst. Ach, Horst, dann sage ich doch einfach Horst zu dir. Ne, ist doch normaler. Ja, richtig. 70 Jahre alt. Ja. Du hast mich angerufen. Ja, ich habe angerufen schon gestern. Da bin ich mit dem Finger nur auf die verkehrte Taste gekommen und da war es weg. So, aber nun wollte ich nur mal sagen, und zwar hat es die Sendung Hals, Nase, Ohren. Ja, hatten wir vor ein paar Wochen, genau. Und da hatte ich dann schon auch schon versucht, und da kam ich dann nicht ran. Ja. Und jetzt wollte ich nur sagen, und zwar habe ich vor 10 Jahren, also 94, hatte ich Krebs bekommen. Aber so innerhalb von, sag ich mal, einer halben Stunde habe ich das dann erfahren. Was für ein Krebs? War Zungenbettkrebs. Zungenbettkrebs? Oder Mundbodenkrebs. Klingt sehr unangenehm. Ja. Wie hat der Zahnarzt das gesehen? Oder wer hat Ja, ich bin zum Zahnarzt gegangen. Ich habe in einem großen Haus gearbeitet und dann so vor der Mittagszeit bin ich dorthin. Und da hat er dann gesagt, also er würde sein Lehrgeld wiedergeben, wenn es das nicht ist, was er glaubt. Und sagt dann zu mir, so gehen Sie mal nach oben, HNO, und da haben schon drei Ärzte gewartet. Und die haben dann auch, fing der eine an und sagt, kann da Probe entnehmen, und dann wusste ich auch selber schon, was los ist. Hattest du denn Beschwerden in der Zunge? Und zwar, nein, nicht Zunge ist es nicht, Zunge im Bett. Aha. Das ist, unterhalb dein der Zunge. Kehlkopf ist, wo dein Kehlkopf da unten. Ja, das ist es. Ja. Hattest du da, tat da was weh oder hast du da was... Aber innen. Innen. Und wenn ich getrunken habe, also kalt oder warm oder gegessen, dann schmerzte das. Ja, und dann bist du operiert worden. Und dann bin ich operiert, das musste ganz schnell gehen. Also der hatte einmal gesagt, der eine 3 Wochen gibt er noch.
Ich hatte auch abgenommen, das hatte ich auch gemerkt. Also nachher achtet man sonst gar nicht so drauf. Ja, ja. Also es war ein Tumor im Zungenbett, unter der Zunge in dem Bereich. Und diesen Tumor hat man rausgeschnitten. Vollkommen. Vollkommen. Wie groß war der? Das kann ich nicht sagen. Und zwar aber unten alles, das ist die Haut alles weggetrennt worden. Mhm. Zum Beispiel wohl dein Kehlkopf und so, also so. Und dann alles, was am Unterkiefer ist. Ja. Der Unterkiefer ist geöffnet worden, genau in der Mitte. Und dann ist der linke, also Knochen ist dann zur Seite gepackt worden ganz. Mhm. Dann ist ungefähr, wo dein dritter Knopf ist, dazu ist, an der Brustwarze, ein 4 cm breiter Streifen, Hautstreifen, hochgezogen worden, also gelöst, wie so ein Kanickel losgemacht. Ja. Und dann unter den Brustspalten durch, dann hoch zum Hals. Ach. Also der Hals, ich habe auch keine Speichel- und Lymphdrüse mehr. Ja. Und dann da ist es ja alles aufgehört, der ganze Hals ist auf. Und dann rein, dann nach vorne gezogen, im Mund rein, am Unterkiefer angeschweißt, links also so ran. Und dann wurde es wieder zusammengesetzt. Mhm. Da habe ich zwei Implantate vorne noch, da geht niemand bei, weil das bestrahlte Haut ist. Ja. Und dann ist die Zunge zurückgezogen worden und dann ist die, also der Lappen ist auch dann noch an der Zunge dran. Also ich kann heute niemandem mehr die Zunge aufstecken, was ich so gern gemacht habe. Sag mal, du sagst, die Zunge ist auch zurückgezogen worden in den... Im Hals. Im Hals, ja. Ich stelle es mir gerade mal so vor, kann man denn, du redest normal, aber kann man da, eigentlich kann man doch gar nicht normal sprechen, wenn die Zunge... Ja, habe ich alles allein gemacht. Ich hatte auch einen Luftröhrenschnitt über 2 Monate. Ich lag 4,5 Monate im Krankenhaus. Also ein ganz klein bisschen hört man es, wenn du sprichst, aber eigentlich sprichst du perfekt. Ja, das kommt von der Zunge, weil die Zunge, dann, wenn ich nicht so doll anfeuchte, weil ich ja keine Speichel mehr habe, dann schlägt die Zunge vorne gegen. Ach, Speichel hast du auch keine, Speicheldrüsen mehr. Und Zunge und Zähne hast du gerade gesagt, auch keine mehr. Mhm. Oben nicht und unten auch nicht. Das Ganze war vor 10 Jahren, sagst du, 94. Ja. Bist du geheilt? Ja, ich hoffe das immer nicht. Man weiß ja so, wie die Ärzte das immer auch sagen. Und ach, ist alles in Ordnung und so weiter. Ich habe hier und da natürlich Schmerzen, so wie jetzt fängt das gerade mit der Zunge an. Dann fängt die an und will sich dann auch drehen. Und da sagt ja auch niemand genau, was los ist. Ne? Das sagt niemand. Ich stelle mir... das sehr, 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 sehr anstrengend und schmerzhaft vor, was du hinter dir hast. Ja. Wenn du so viele Monate auch im Krankenhaus warst. Ja. Dann ist der Knochen, der guckt jetzt ganz bald vorne vor, wo der Lappen unter ist. Mhm. Das haben die Ärzte wohl da verkehrt gemacht. Dann ist die rechte Schulter abgesackt. Das ist alles noch alles von der Operation. Dann ist ein Kollege gewesen dort im Haus und der hatte dann da oben auch zu tun im OP. Mhm. Und der sagte, dann traf ich den. Da war ich aber dann raus und war so nach 14 Tagen, die erste Untersuchung ging das dann. 14 Tage, 4 Wochen, 4 Monate und so weiter. Und da traf ich den Kollegen, der guckte mich ganz entgeistert und sagte, Horst, bist du das? Ich sagte, ja. Ja, was ist denn da? Ja, sagte, ich habe gedacht, du bist tot. Und das haben die mir auch nie gesagt, dass sie mir zweimal diese Wiederbelebung machen. Ach, das auch noch. Also so schwer war ich auch. 8,5 Stunden. Und dann mussten die auch abbrechen. Mhm. Und dann bin ich nach 14 Tagen, 3 Wochen noch wieder rauf. Und da hatten sie die linke Seite, die Speichel- und Lymphdrüsen noch nicht rausgekommen. Boah, was hast du nicht mehr geschafft. Was hast du mitgemacht? Ja. Mein Gott, du hast doch dann auch monatelang nichts essen können, ne? Ja, ich bin künstlich ernährt worden. Schlauch durch die Nase rein im Magen und den Behälter, das ist so eine von der Spritze, den Außenbehälter gewesen. Ja. Und da wurde das reingekippt, das flüssige Essen, diese Astronautenkost. Ja, ja, ja. Und wie ist es heute? Kannst du heute? Also heute, meine Frau versucht immer alles schön weich zu machen, dass ich das dann essen und trinken kann. Nicht? Mein Gott, da hast du aber wirklich was mitgemacht und machst es ja eigentlich immer noch mit. Ja, und dann ist dadurch passiert, da sind die Haut, die Wangen, die sind runtergezogen, weil ja unten die Haut auch so zusammengezogen wurde. Das heißt, du und dadurch sind die Lider runtergekommen. Das heißt, du siehst die auch ganz... immer. Ah ja. Du siehst auch ganz anders aus. Ja. Als früher. Ja, und das kommt noch hinzu, dass die Leute einen angucken, die bleiben sogar stehen und gucken dann und so weiter. Und ich mache schon gar nicht so allein rausgehen. Wow. Naja, und dann ist noch eins, dass das rechte Auge anfing. Da kriegte ich eine Entzündung rein, habe ich erst gedacht, das ist auch wieder Krebs. Aber nach 3 Wochen war es gut. Aber bei der letzten Untersuchung ging es mal, dass ich blind wurde.
Und die linke Seite haben sie mir dann auch nach 4-5 Wochen gemacht. Da habe ich dann eine Linse neu heimbekommen. Horst, ich habe ganz hohen Respekt vor dem, was du mitgemacht hast. Ich muss jetzt leider Schluss machen, weil die Sendung vorbei ist. Ja. Ich wünsche dir von Herzen alles, alles, alles Gute. Von Herzen wirklich. Ja, auf, ich wollte das auf, mal sagen, weil ich muss leider Schluss machen. Mach's gut. In der Technik malte E-Mails. Bis morgen 1 Uhr. Briefe heißt das Thema. Tschüss. Heute ist Freitag, der 19. März. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Es ist 2 Uhr. Die Themen. UN fordern Ende der Gewalt im Kosovo.